Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge des Let's Plays von Planet Zoo. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter mit dem Gehege der afrikanischen Wildhunde. Ich würde das gerne gegenüber dem Safari-Gehege hinbauen und habe mir gedacht, ich mache da wieder so eine kleine Ebene, damit die Besucher von oben da reinsehen können und so einen besseren Blick aufs Gehege haben. Hab dann mal grob so einen Umriss etwa ausgehoben und hab dann mal einfach angefangen. Hier soll der Tierpflegereingang sein. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe das immer noch nicht wirklich raus mit dem Geländebearbeitungstool. Ich wollte hier einfach so eine Schräge hinmachen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Deswegen musste ich da immer wieder ein bisschen nachbessern, ein bisschen was wegnehmen, ein bisschen wieder was dazugeben. Aber ja, leider kapiere ich das noch immer nicht so mit dem schrägen Tool. Falls ihr da Tipps habt, haut die gerne in die Kommentare. Ich bin da über jede Hilfe sehr, sehr dankbar. Aber ja, reicht. Der Tierpfleger oder der Tierarzt kommt hier ins Gehege rein und das ist die Hauptsache. Da kann man schon beim Eingangsbereich mal ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber dennoch, ganz zufrieden bin ich nicht. Vielleicht lerne ich das noch im Laufe der Zeit. Aber ja, mittlerweile werde ich immer besser und besser und vielleicht schaffe ich auch das noch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wollte hier mehrere Ebenen in den Gehege einbauen. Also hinten im Hintergrund quasi so zwei Ebenen, so zwei Stufen. Das soll dann den Tieren dienen, eher sich ein bisschen zurückzuziehen von den Besuchern, da ich beim Safari-Gehege mittlerweile schon festgestellt habe, dass manche Tiere etwas gestresst sind an gewissen Punkten und ich da ein bisschen umbauen musste, beziehungsweise ein paar Barrieren einfach zugemacht habe, damit man nicht immer reinzieht. Und das will ich hier verhindern, deswegen zwei so Ebenen und das so ein kleiner Rückzugsort für die Tiere ist. Und von vorne dann sollen die Besucher runtersehen und auch die ganzen Futterstellen und Spielzeuge dann später begutachten. Auch hier habe ich dann versucht, wieder so Aufgänge hinzubekommen, damit die Tiere da auch hoch können. Habe ich da einfach mal ein bisschen dran rumprobiert, wie ihr sehen könnt. Ja, es geht, kann man lassen, aber ja. Ja, ist halt so eine Sache. Dann habe ich gleich mal die Wege gesetzt, beziehungsweise den Weg. Hier sollen dann später die Besucher rangehen, auf der anderen Seite sollen dann auch noch ein Gehege hinkommen. Und da soll dann auch später der Vorführer die Shows machen und das Futter reinschmeißen und somit auch wieder Leute hier hinlocken. Und dann ging schon an die Gehegegestaltung. Ich habe hier versucht, die Ebenen bzw. die Stufen, da die Vorsprünge mit so groben Steinen zu verkleiden. Ich habe da immer denselben genommen, habe den dann immer ein bisschen hin und her gedreht, damit es nicht so gleich aussieht. Und muss aber auch dazu sagen, ich habe die Steinbarriere da dann später schon noch mit anderen Steinen verkleidet und bearbeitet, damit man wirklich da ein bisschen Abwechslung reinbekommt. Weil ich finde, wenn alles zu gleich aussieht, dann ja, gefällt mir das nicht. Und deswegen, wie ihr jetzt sehen könnt, hier mal kleine Steine, dann wieder ein größer rein. Und auch zwischendrin ein paar Abstände gemacht, damit man da wirklich ein bisschen ja, so einen Naturlook reinbringt. Ich habe es zumindest versucht. Deswegen sieht das anfangs noch ein bisschen grober aus, aber wenn man da später mit den Pflanzen und so verkleidet noch, glaube ich, passt das ganz gut. Und ja, kann man so lassen, finde ich. Ich habe dann die ganze Steinreihe markiert und kopiert und dann hochgezogen, damit man auch, wenn man von vorne drauf sieht, nicht dieselben Anordnungen der Steine hat. Der Ebenen habe ich einfach mal die Steine um 180 Grad rumgedreht, dann sieht das Ganze mal ein bisschen anders aus. Und man merkt es aber kaum, dass es eigentlich komplett dasselbe ist. Und ja, finde ich, kann man auch lassen. Hat mir ganz gut gefallen so. Und ja, ist ja jetzt nicht das größte Gehege oder das Gehege, was die meisten Besucher anlockt. Aber dennoch soll es schon ordentlich sein. Und ja, braucht halt alles seine Zeit. Ich habe dann auch die Aufgänge noch mit Stein verkleidet. Auch einfach immer wieder dieselben genommen, das Ganze ein bisschen gedreht und angepasst und schon merkt man das nicht mehr so. Und auf der anderen Seite auch noch und dann war dies eigentlich soweit fertig. In der Zeit, wo ich hier die letzten Steine noch platziere, möchte ich gerne die Zeit nutzen und einfach mal Danke bei euch sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich innerhalb so kurzer Zeit 100 Abonnenten zusammenbekomme. Dafür mal einen riesen Dank
auch, dass ihr immer so fleißig kommentiert und den Daumen nach oben drückt. Das freut mich wirklich sehr und ich hoffe im nächsten Jahr, dass das echt eine geile Zeit wird und ihr mit dabei bleibt und wir gemeinsam ein bisschen wachsen können und richtig schöne Gehege bauen. Ja, und ein paar Sachen habe ich mir schon überlegt, die kommen dann im nächsten Video für das nächste Jahr. Hab da ein paar Sachen mit euch gemeinsam eventuell vor, vielleicht habt ihr dazu Lust, aber mehr dazu im nächsten Video. Dann ging es schon weiter mit dem Gehegeeingang für die Tierpfleger. Ich habe den mal grob platziert und habe dann komplett mal die Barrieren rumgezogen. Ich habe da einfach eine Holzbarriere genommen. Die Leute, die die Videos von mir schon öfter schauen, wissen, dass ich einfach mal grob das Ganze umziehe und dann später erst anpasse alles. Aber ich tue mir da immer ein bisschen leichter, wenn ich mal so einen Überblick und so ein, ja, eine Übersicht habe. Ich habe dann die hintere Wand, habe ich mir gedacht, mache ich so einen Draht, Maschendrahtzaun. Das reicht eigentlich für die afrikanischen Wildhunde aus. Der muss nur höher sein als der Vorsprung, den ich da gebaut habe. Das geht sich aber aus, indem man das Ganze auf 12 Meter setzt. Und dann hier vorne dachte ich, hier gehe ich dann eher auf unsichtbare Barrieren und habe dann hier versucht, mal den Bereich hier zuzubekommen. Auch wieder mit so großen Steinen, damit die Tiere da nicht rausklettern und die Besucher attackieren oder verängstigen. Ich glaube, das reicht erstmal soweit. Wenn die Tiere dann vielleicht doch da irgendwie rüberkommen, muss ich das später noch anpassen. Aber erstmal habe ich das so gelassen in der Höhe. Ich weiß ja nicht, wie kletterfreudig so afrikanische Wildhunde sind. In der Zoopedia stand, dass sie nicht klettern wollen, aber wer weiß, vielleicht springt da mal einer rauf und das wollen wir eigentlich vermeiden. Dann habe ich auch schon hier die Vorderseite mit Stein verkleidet, weil mir das einfach nicht so gefällt, wenn hier so ein grober Fels rausguckt. Keine Ahnung, ich finde, ich muss einfach ein bisschen alles passen und ja, wenn man schon die Steine hier überall verwendet, warum auch nicht vorne, habe ich mir gedacht und habe die einfach mal komplett rübergezogen. Und ja, dauert halt alles seine Zeit, aber es sieht halt im Nachhinein viel, viel besser aus, wenn man so auf Details achtet. Ich habe auch eine Frage an euch. Ist das Video von der Geschwindigkeit zu schnell oder kann man das so lassen von Speedbuild her? Würde mich interessieren. Haut es mal in die Kommentare. Ich bin da immer noch ein bisschen unsicher, ob das Tempo hier ausreicht bzw. schnell genug ist für euch oder nervt das schon ein wenig und geht auf die Augen. Schreibt es mal unten rein. Würde mich echt interessieren. Ich habe dann als nächster mit dem Gelände wieder weitergemacht. Ich habe das ein bisschen den Bedürfnissen der Tiere angepasst, also kurzes, langes Gras, Erde, Fels, Sand. Hab da einfach mal grob ein bisschen das quer verteilt. Ich dachte so Fels-Look bei den Steinwänden und hier eher im linken Eck soll dann so Erd-Sand-Bereich hin. Da soll auch später so ein kleiner Rückzugsort für die Tiere entstehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein Erdbereich, da können sie liegen und ja. Dann ging es aber schon weiter mit den Bäumen und hier habe ich auch einfach mal versucht, die Bäume und Pflanzen den Tieren wirklich nach Bedürfnissen zuzuordnen, das heißt Graslandschaft und eher Savanne, Wüstegegend. Hab da wieder die Trauerweiden und die Safari-Bäume oder wie man die auch nennen soll, genommen und ich finde, die harmonieren und passen sehr gut da rein und machen das Gehege auf jeden Fall lebendiger und so soll es auch sein. Ich bin da immer bei denselben 2-3 Bäumen geblieben, weil, ja, keine Ahnung, ich feiere die einfach, die gefallen mir richtig gut und so viel Auswahl gibt es gar nicht eigentlich bei den Biomen, was die Tiere benötigen, deswegen eher immer die gleichbleibenden. Ich habe dann auch mal so einen orangenen Baum reingepackt, zwischendrin mal und auch so große Bäume. Ich dachte, die passen hier sehr gut hin, weil hier auch der Weg endet und das ist eine schöne Begrenzung dann später gibt, wenn man das noch mit Steinen ein bisschen verschönert und eventuell da ein Bänkchen oder so hinsetzt.
und habe das dann einfach mal so gelassen, weil ich es echt sehr, sehr nice fand, das Ganze. Und dann habe ich schon weitergemacht mit dem ersten Rückzugsort. Auch hier habe ich mir mal grob aus Holzwänden so den Bereich vorgebaut, wo dann später die Tiere schlafen sollen und sich zurückziehen können. Die Holzwände kommen dann auch wieder weg. Das dient mir wieder nur zur Übersicht, damit ich das alles einschätzen kann. Und ich tue mir da einfach leichter, beziehungsweise kann mir das einfach viel besser dann vorstellen. Und ja, hab dann aber jetzt schon angefangen, wie ihr sehen könnt, mit Stein das Ganze zu bearbeiten. Und in der Mitte wollte ich dann versuchen, so einen Baum mit einzubauen, damit die Tiere auch Schatten haben. Also nicht komplett zumachen, sondern nur ein bisschen, damit das Ganze auch wieder so verwilderter aussieht. Und ich feiere diesen Look einfach. Und ja, ist zwar eine kleine Spielerei, aber auch hier lohnt sich der Aufwand definitiv wieder, wie ich finde. Ich habe dann auch einfach gleich mal so kleine Schlafplätze komplett einmal da drinnen durchgezogen, damit hier wirklich eine Ebene ist, wo die Hunde dann später liegen können. Und dann ging es schon an die Steindächer. Habe da einfach so ein quadratisches genommen und das mal grob rübergezogen. Ich sag jetzt gleich mal vorweg, hier bei dem Teil werde ich dann später ein paar Sachen überspringen, da es beim Bauen jetzt echt schon... Ich musste da immer wieder ins... das Häuschen da rein und wieder raus, damit ich gucken kann, ob das auch alles so passt. Und das will ich euch einfach ersparen, weil das echt im Speedbild zu schnell geht, damit man vom... Da bekommt man eigentlich nichts mehr mit vom Bild. Deswegen kann es dann sein, dass man kurz ein paar Momente immer wieder überspringen werden. Aber es... Ihr verpasst nicht wirklich was, weil, ja, man kann sich das alles vorstellen, wie ich mir das dann irgendwie zurechtgezogen habe da drinne. Und ich will das euch einfach ersparen, deswegen überspringen wir dann ein paar Abschnitte. Jetzt habe ich mir auch schon das Häuschen da aus Holz wieder weggelöscht, weil ich jetzt ungefähr den groben Abschnitt habe und habe dann versucht, das einfach mal ein bisschen zuzumachen alles. Das Ganze soll zwei so kleine Eingänge haben, wo die Tiere da rein kriechen können und ja, einfach mal ein bisschen entspannen können und ja, darf ruhig ein bisschen wilder aussehen, wie ich finde. Auch der Baum gleich mit rein und schon ist das Ganze zu, aber nicht ganz zu. Es kommt ein bisschen Licht rein, die Tiere haben ihre Ruhe und so soll es auch sein. Dann ging es schon weiter. Ich habe mir das Ganze einmal kopiert, weil ich dachte, so ein zweiter Rückzugsort wäre auch irgendwie nice und passt hier vorne ganz gut hin, wenn dann die Besucher hier stehen und da drauf blicken. Habe ich dann einfach so übernommen und habe dann auch so einen fertigen Bauteil vom Klettermöglichkeiten gefunden und ich dachte mir, ah, wenn die schon nicht klettern wollen, so eine kleine Plattform, da sollen die hin. Und habe dann einfach mal quer im Gehege so afrikanische Gebäude, die ich schon erstellt habe, in anderen Gehegen kopiert und ein bisschen verteilt, damit hier auch ein bisschen Leben reinkommt. Und dann ging es schon mit den Infotafeln weiter. Auch hier wollte ich wieder eigene entwerfen, ähnlich wie beim Cutter-Gehege. Habe ich da ein bisschen rum experimentiert, was man da so nehmen könnte. Habe ich dann für so einen afrikanischen Holzzaun und so eine neue Welt-Metallzaun entschieden und habe die dann kombiniert. Hier soll dann der Fernseher rauf, wo dann die Tiere sichtbar sind und die Besucher ihre Informationen herbekommen und hoffentlich glücklich werden. Und auf der Rückseite auch noch der Lautsprecher, auch hier für die ganz faulen Leute, die nicht lesen wollen, wird alles vorgelesen. Und habe das dann einfach gleich entlang des Weges platziert überall und habe da auch gleich Spendenbüchsen und so und Mülleimer aufgestellt. Das brauche ich euch aber nicht zeigen, weil wisst ja alles Bescheid, wie man da das Ganze regeln soll. Dann ging es schon an die finale Dekoration, ein paar Steinformationen hier noch quer im Gehege verteilt und auch ein bisschen Elefantengras wieder. Zieht sich einfach wirklich durch, aber ich finde, das sieht einfach so am besten aus und macht den Zoo halt einfach viel, viel lebendiger, wie ich finde. Und gefällt mir einfach so richtig, richtig gut. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch auch. Ist zwar jetzt nur ein kleineres Gehege geworden, nicht wirklich was Wildes, aber dennoch finde ich, ist es sehr, sehr ansehnlich geworden, kann man auf alle Fälle lassen. Natürlich könnte man sich immer mehr austoben, aber dennoch, ich bin ganz zufrieden. Gefällt mir eigentlich. Ich habe dann auch am Weg noch hier ein bisschen versucht, den ganzen Bereich da etwas zu verschönern und habe da so eine Blumenreihe durchgezogen. Hab dann im Gehege schon die ersten Spiel- und Futtersachen verteilt, die ich schon erforscht habe.
Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Das wird ein Affengehege, das ist richtig nice geworden. Bis dahin, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Cinematics, noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.